Hallihallo, Grindhouse Gaming hier mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Wie am Ende der letzten Folge schon angekündigt, werden wir heute auf die Ingwerinsel gehen. Und wie man sieht, wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen was gegönnt. Wir haben jetzt eine Statue des Glücks, weil ich dachte, das wäre die beste Möglichkeit, um an die Geburtstagsgeschenke zu kommen. Ich wollte schon Weihnachtsgeschenke sagen. Denn, wer es nicht weiß, die Statue des Glücks spuckt jeden Tag Diamant, Omnigeode, Iridiumbarren oder Goldbarren aus. Außer an Geburtstagen, da spuckt sie immer das geliebte Geschenk für denjenigen aus, der Geburtstag hat. Ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich die ultimative Lösung, um die ganzen Herzen hochzukriegen, weil wir dann immer am Geburtstag genau das haben, was die Person am meisten mag. Perfekt, eigentlich perfekt. Hat uns 1 Million gekostet. Deswegen sind wir jetzt wieder unter der 3-Millionen-Marke mit unserer Kohle, aber das soll uns nicht stören. Wir werden das schon wieder hinkriegen. Wir haben letzte Nacht, lass mich nicht lügen, 240.000 reingeholt. Ja, denn ich habe Blaubeeren verkauft. Einige, 2.000. Und 101 eingelegte Ananas, was auch, glaube ich, keine Ahnung, 90.000 gebracht hat. 91.000 oder so. War relativ übel. Richtig, richtig übel. Hier müssen wir noch eine Hasenpfote rausnehmen für Caroline am Wichtelfest, am Weihnachtsfest. Die wird von mir beschenkt. Also, sie ist mein Wichtel. Oder ich ihr Wichtel. Muss ich die Hasenpfote wieder mitnehmen? Die letzte habe ich gestern verschenkt. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war ein kurzer Recap von dem, was abging. Und heute gehen wir auf die Ingwerinsel. Da muss ich noch dran denken, die Schleuder mitzunehmen, denn ihr habt mir berichtet, dass ich da wohl in einem Baum eine goldene Walnuss finden kann. Und die kann man nur mit der Schleuder runterschießen. Deswegen müssen wir die Schleuder mitnehmen und dann schauen wir mal, ob wir diese goldene Walnuss bekommen. Und dann weiß ich nicht, wie viele uns noch fehlen. Ich glaube, für das Walnusszimmer noch 2 Stück. Also wenn da eine vom Baum fällt, fehlen noch 2 Stück. Der Papagei rät mir Quark, Gürb, Quark oder so. Das heißt, dass wahrscheinlich die letzten bei der Kröte oder dem komischen Frosch da rausspringen. Dafür muss aber erst der Knoblauch wachsen. Ich glaube, der braucht noch 2 Tage. 1, 2 Tage. Das heißt, wir müssen dann demnächst bald nochmal auf die Ingwerinsel. Aber ist ja gar kein Problem. Da gehen wir gern hin. Ich bin gern auf der Insel. Ich mag die Insel. Letztes Mal auf der Insel war zwar ziemlich traurig. Wegen dem Abschied von Leo. Das war schon harter Tobak, ich sag's euch. Also, holla die Waldfee. Heftig. Aber ja, der Kleine ist jetzt im Sternportal angekommen. Der wohnt jetzt bei Linus oben in dem Baum. Die Papageien waren nachts da und haben den Baum für ihn umgebaut zum Haus. Das war so unglaublich schön. Im Hintergrund poltert es gerade wieder ziemlich böse. Ich hoffe, das stört nicht. Vielleicht hat man es auch gar nicht so gehört. Ich hoffe es. Wenn doch, tut es mir sehr leid. Es lässt sich nicht immer vermeiden. Ihr wisst, wie es ist. Man hat eigentlich quasi heutzutage beinahe nirgends mehr zu 100% Ruhe. Ne? So läuft das auf der Welt. Solange nicht wieder Bau-LKWs durchheizen, ist alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir aber los. Die Schleuder vergessen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ist unglaublich. Jetzt wäre ich beinahe. Was ist denn da los, Mensch? Jetzt wäre ich beinahe ohne Schleuder los, also echt. Wo habe ich sie denn überhaupt? Da ist sie. Als Munition Steine. Ja gut, die können wir uns auf der Ingwerinsel kurz holen. Das ist doch perfekt. Jetzt gehen wir los. So. Der Hals kratzt auch schon wieder. Ich weiß nicht, in letzter Zeit. Keine Ahnung, ob ich mich noch nicht ganz auskuriert habe oder ob ich einfach jetzt dauerhaft einen kratzigen Hals habe wegen der Wetterlage. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich nervige Sache. Das könnte gerne mal besser werden. Sehr störend, muss ich sagen. Vor allem, wenn man hier so 15 bis 20 Minuten brabbeln will und immer wieder kratzt der Hals. Oh, die müssen wir mitnehmen. Die gibt es nur im Winter. 2 Stück sogar. Perfekt. Die sind eingepackt. So, dann ist Abfahrt. Nur Willi, los geht's, mein Freund. Ab auf die Insel. Bisschen Urlaub machen. Nee, natürlich nicht, wir müssen hier genauso schuften. Aber es macht ja Spaß.
Jetzt gehen wir zuallererst auf die Farm. Obwohl das wahrscheinlich ziemlich unnötig ist, mit diesem Schnellreise zur Farm zu gehen, glaube ich. Wir machen es trotzdem. Ja, dann gucken wir doch gerade mal, wie es mit dem Knoblauch aussieht. Ob der überhaupt noch steht oder ob es den verrissen hat. Weil ich den da links angepflanzt. Der wächst. Der wächst. Es ist perfekt, dass der wächst. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Gut. Jetzt gehen wir zur Ausgrabungsstätte und holen uns ein paar Steinchen. Kann man da eigentlich mit dem Papageien-Express hin? Ja, stimmt. Ach so, stimmt. Maximal verwirrter Dude. Das steht ja genau da oben in der Ecke. Genau hier steht das Ding, Mensch. So. Das dürfte uns wahrscheinlich an Stein reichen. Zündung. Das tat ein bisschen weh. Ja, das dürfte eigentlich gut reichen. Ab zum Vulkan. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Ich habe die Schleuder noch nicht wirklich oft verwendet in Stardew Valley. Hier, ach, guck mal, das sieht man sogar, oder? Gucken wir mal. Wie schießt man den Ding so? Goldene Walnuss. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal auf den Hof. Es gab ein bisschen viel hin und her hier. Tut mir leid. Wir gehen nochmal auf den Hof und gehen gucken, was bei dieser Tür steht. Wie viele uns noch fehlen. Müssten jetzt eigentlich noch zwei sein. Und die könnte ich ja eigentlich rein theoretisch von der Kröte kriegen. Die Kröte hat, glaube ich, immer mehr wie eine gegeben. Ich weiß aber nicht genau. Wir schauen mal. Sie hören eine seltsame Stimme hinter der Tür. Nur die größten Walnussjäger dürfen hier eintreten. Dein aktueller Status 99 von 100. Es fehlt sogar nur noch eine. Ja, dann muss das ja wohl die von der Kröte sein. Oder irgendwo random auf der Insel. Aber ich weiß nicht, ob die random Walnüsse da auch gelten. Wenn ja, müsste ich eigentlich jetzt nur noch irgendwo eine finden. Dann wären wir durch. Aber dann sind wir halt nur durch. Wir müssen dann immer noch in diesem Zimmer anscheinend Aufgaben bewältigen und anscheinend gibt es dann sogar nochmal ein neues Dungeon mit zwei neuen Gegenständen, und zwar sind das anscheinend genau die Gegenstände, die ich noch nicht verschickt habe, die zwei. Das ist anscheinend Uranium Erz und Uranium Waren oder Uran oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas habt ihr mir gesagt. Das hier wird relativ einfach, das muss ich nur denken anzupflanzen, beziehungsweise die rote Rübe hätte ich sogar in der Kiste liegen, glaube ich. Alles kein Problem, da hätten wir jeden Gegenstand verschickt. Denke ich. Schätze ich, tue ich, mache ich. Oder so. Ich weiß nicht. Wir müssen nochmal. Wir gehen ja nächstes Jahr eh dran, dass ich alles anpflanze, auch fürs Kochen und fürs Verschicken. Damit wir da vorankommen. Das Zeug hier werden wir heute auf jeden Fall alles wieder mitnehmen. Das müssen wir auch alles zum Einmachen. Einpacken. Ja, und dann gucken wir doch gleich nochmal, was der Papagei zu sagen hat, von wegen, wo ich sonst noch eine goldene Walnuss finden könnte. Eigentlich kann ich bei dem Vogelrätsel, glaube ich, auch noch welche kriegen. Man kriegt ja eigentlich immer goldene Walnüsse. Aber das Vogelrätsel, da fehlt mir noch ein Stein. Einer, glaube ich. Ein Steinchen fehlt noch und ich weiß nicht welches. Ich weiß nicht, was der Vogel da noch ausspuckt, wenn das überhaupt ausspuckt und es nicht woanders rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Das wäre ziemlich eklig. Ja, wer weiß. Wir müssen es uns auf jeden Fall anschauen. Wenn man von Vögeln spricht, da kommen sie doch schon. Für euch gibt es nichts hier. Geht bloß weg. Ihr werdet meine Früchte nicht futtern, ihr Banausen. So. Banane kommt mit. Mango kommt auch mit. Ganzen Äpfel, da habe ich wieder einiges. Wieder einiges zum Einlegen. Schön. Wenn wir das immer mal wieder machen, haben wir relativ viel Einlegezeug. Ich glaube, ich kann meine ganzen Dings verkaufen. Sagt es mir schnell. Meine ganzen Blaubeeren. Eventuell. Ich weiß es nicht genau. Wir behalten sie jetzt doch nochmal auf Lager. Nicht, dass ich irgendwann dastehe und nichts mehr habe. Obwohl ich mal nicht davon ausgehe, dass ich mal dastehe und nichts mehr hätte zum Einlegen. Eigentlich müsste das gehen. Begraben neben Knochen. Der immer noch. Begraben neben Knochen. Mensch, der Papagei macht mich fertig. Ich sag's euch. Begraben neben Knochen. Müssen wir vielleicht doch mal die ganze Ausgrabungsstätte umbuddeln? Vielleicht? Vielleicht kann da random irgendwo so eine goldene Walnuss drin liegen. Ich habe halt echt keinen blassen Schimmer, ne?
Nehmen wir ein paar Bäumchen hoch, da müssen wir noch die Pfanne schwenken. So, perfekto. Dann schauen wir uns die Sache doch mal an. Ich glaube halt nicht, dass dabei eine goldene Waage rauskommt, aber ja. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Die Steine sollte ich eigentlich mitnehmen, da die Taro-Knollen kommen weg. So. Das war eine ganz einfache Entscheidung. Die Dinger pflanze ich eh nicht an. So. Steinchens kommt her. Knochen nehmen wir natürlich auch mit. Die kann ich in diese Knochenmühlen schmeißen. Was ist denn da los? Oh, nein, nicht in die Richtung. Ärgerlich. So, ich weiß es halt nicht, ob das was bringt, das ganze Ding hier umzubuddeln. Wir schauen es uns an. Eventuell bringt es nichts, ich weiß es nicht. Jetzt ist da noch so ein Ding aufgetaucht, an das ich nicht rankomme. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich klasse. Da geht eh nichts in die Richtung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch komplett doof und die meinen mit begraben neben Knochen irgendwas anderes, dass sie vielleicht im Vulkan-Dungeon neben einem Drachenskelett liegt oder so. Ich weiß es nicht, aber das wäre ja zufallsgeneriert. Das heißt, da kann es ja fast nicht sein. Hm. Schwierig. Schwierig. Hier kann ich nicht mehr buddeln. Das heißt, das haben wir. Vielleicht in der Höhle. Aber sind da Knochen? Nee, hier sind keine Knochen, ne? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Dann buddeln wir jetzt doch mal alles um. Haben wir ja eh gleich geschafft. Ich habe ja mit den Bomben schon das meiste erledigt. So. Das ist ein bisschen komisch hier. Ah, okay, jetzt weiß ich warum. Vielleicht ganz hinten in der Ecke. Inventar voll. Achso, was liegt da? Hartholz, ne? Nee, Hartholz. Was liegt da rum? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es aufheben will. Eigentlich nicht. Aber vielleicht. Nee, das kann ja keine goldene Walnuss sein, die ist ja nicht im Inventar. Verwirrt. Verwirrt. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an, hier lässt sich buddeln. Nee, lässt sich nicht. Schade. Probieren wir es mal so. Ist das ärgerlich. Vergraben neben Knochen, Mensch. Was will denn der Papagei von mir? Hier vorne? Ist ja fast nicht möglich, oder? Nö. Ha? Komisch. Es nicht. Ich keine Ahnung. Vergraben neben Knochen. Meint er vielleicht das Schild von dem Dude hier? Aber das kann ja fast nicht sein, oder? Hier können wir eh nicht buddeln. Oh. Ganz, ganz komische Sache. Hier habe ich schon gebuddelt, ne? Oder auch nicht. Ich weiß, ich bin so verwirrt gerade. Die letzte blöde Walnuss. Goldene Walnuss. Wenn nicht, warten wir halt doch auf den Frosch. Ich hoffe mal, dass der... Autsch, mein Bart. Ich hoffe mal, dass der uns dann überhaupt noch eine Walnuss gibt. Aber ich schätze mal schon, es gibt wahrscheinlich einfach mehr. Es muss ja noch mehr geben, sonst könnte ich ja die... den Teleporter nicht bauen. Der Teleporter kostet 20. Und ich habe jetzt... Wie viel habe ich? 4? Ich habe 4. Das heißt, 16 Stück muss ich auf jeden Fall noch geben. Hoffe ich doch sehr. Ich bin so verwirrt, wir gehen jetzt zurück, Leute, bevor es mich noch umhaut wieder. So, zurück ins Sternportal. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich da gucken muss. Eventuell gucke ich mir mal eine Karte von der Ingwerinsel an. Also eine online, wo ich die ganze Insel auf einmal sehen kann. Ich hätte die Schleuder eigentlich auch da lassen können. Aber vielleicht brauche ich sie auch gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Inventar voll, klasse. Na, wir gehen jetzt nach Hause. Auf diese eine Jamswurzel, da kommt jetzt auch nicht mehr an. Ich habe ja eh schon gut angepflanzt. Felder sind voll. Die müssen wahrscheinlich auch bald erntebereit sein. Das kommt auch noch dann. Oh, da müssen wir. Oh, da geht wahrscheinlich wieder eine gute halbe, dreiviertel Folge drauf, ne? Für die Wintersaat.
Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, wie ich es nennen soll, für die Wintersaat. Bis die Felder wieder geerntet sind und wieder wieder gesät sind, bepflanzt sind. Mein Sprachzentrum verabschiedet sich gerade. Ne? Merkt man's? Denk schon, ne? Ist doch schön, ist das. Schön, wie soll es auch anders sein? So, pass mal auf hier. Stopp. Jetzt weiß ich, warum die immer verschwindet. Zack, du bleibst schön im Inventar, mein Freund. So, jetzt bringen wir das ganze Zeug noch in den Einmachschuppen. Dann ist die Folge heute mal wieder kürzer. Ist doch auch toll. Da freue ich mich wieder im Upload, wenn es nicht wieder 30 Stunden geht. Okay, nee, so lange geht es nicht, aber trotzdem. Ich brauche für einen Gigabyte fast eine Stunde oder eine Stunde. Tagsüber sogar mehr. Und nur zur Veranschaulichung. Ein Stardew Valley Video hat zwischen 3 und 5 Gigabyte, je nachdem wie lang es ist. Das heißt, ihr könnt euch ausdenken, wie lang das geht. Da habe ich teilweise keinen Spaß damit. Vor allem, weil ich in der Zeit nicht viel machen kann. Deswegen sage ich jetzt gute Nacht und hoffe, dass die Folge dann wirklich von der Dateigröße ein bisschen kleiner bleibt. Da haben wir alle was davon, weil dann muss ich nicht umdisponieren, wann ich das Ding hochlade, sondern dann kann ich es einfach in den Upload ziehen und fertig. Ne? Dann kommt das Ding auch pünktlich raus und ist auf HD verarbeitet, hoffentlich. Seitens YouTube. Die machen da teilweise auch ein bisschen Faxen, die Guten. So, jetzt passt auf. Da ist ein Diamant. Aber heute hat doch Evelyn Geburtstag. Dann kann es natürlich auch sein, dass Evelyn natürlich ein Diamant als geliebtes Geschenk. In dem Fall hat sie wahrscheinlich ein Diamant als geliebtes Geschenk. Das könnte der Fall sein. Ich werde das ganz kurz schauen. Das würde mich interessieren und euch eventuell auch. Evelyn Stardew Valley Favorite Gifts. Schauen wir mal. Ja. Rote Beete, Schokoladenkuchen, Diamant, Feenrose, irgendwas gekochtes Stuffing und Tulpe. In dem Fall, Evelyn hat Geburtstag. Darf ich nicht vergessen. Aber wir starten ja eh nochmal im Bett. Ich bin jetzt raus, liebe Leute. Ihr seht, die Statue scheint zu funktionieren, ne? Wir gucken mal bei einem Geburtstag, wo gerade niemand einen Diamant haben will. Aber ich schätze schon, dass sie funktioniert, weil ich habe bis jetzt nur gute Tipps von euch bekommen. Deswegen, wie immer, ein dickes Entschuldigung. Ein dickes, dickes Dankeschön für alle eure Kommentare, Tipps. Das ist alles unglaublich hilfreiches Zeug. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support, so wie immer. Ich hoffe, ihr bleibt so geil, wie ihr seid oder werdet sogar noch geiler, ne? Ich bin raus. Schaut doch gerne mal auf dem Kanal vorbei. Wenn nicht, dann bis zur nächsten Folge Stardew Valley. Ciao, ciao.